Willkommen zurück bei Kingdom Hearts 3. Ja, ich bin aus Japan wieder da. Ich habe mich ein bisschen akklimatisiert. Will heißen, ich bin so ein bisschen in mein Leben zurückgekommen, könnte man sagen. Nach einer sehr, sehr coolen Reise. That must be the window Sarge mentioned. Und jetzt muss ich erstmal irgendwie wieder lernen, wie dieses Spiel funktioniert. Da war mal die, naja. Eigentlich brauchen wir hierfür einen. Ich bin gerade nicht fähig. Irgendwas besiegt man das dann. Will ich doch gar nicht. Ich will mich jetzt angesehen. Lass das. Ich will nicht. Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Ich spiele zur Zeit wie jetzt. Ich habe jetzt angefangen, Sekiro zu spielen. Und ich habe das Gefühl, ich bin gerade. Kann ich den nochmal anvisieren? Das ist anvisieren. Ha. Bereit zum Installieren. Toll. Das Gefühl, ich verrecke gleich. Ich kann irgendwie gerade nicht mehr kämpfen. Eben ab. Tun so, als hätten wir nichts davon mitbekommen. You got a friend. The entrance was blocked by blocks? Can you use the gigas to move them? Yeah, maybe. I'll try. Blöcke zusammenbauen. Bestimmte Blöcke lassen sich bewegen, indem du den an Bord eines Gigas annäherst und Dreieck drückst. So, jetzt können wir uns hier nochmal unterhalten. Das war nicht besser gewappnet und gefasst. Wo ist meine Energie? Mein Leben ist, glaube ich, unten rechts, oder? Schubsprint. Perfekt. So, hier mal alles vor mir weghauen. Also ja, mit einem Giga macht das Ganze wesentlich mehr Sinn, als das, was ich da gerade eben versucht habe zu fabrizieren. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Nee. Oh, er ist weg. Okay, whatever. Wohin müssen wir denn jetzt? Hä? Hab ich euch nicht gerade besiegt? Ich verstehe es auch nicht ganz, was ich will. Eigentlich gedacht, ich hätte gerade alle besiegt, aber irgendwie scheinbar ist das Spiel dagegen. Jetzt habe ich das jetzt zwar offen, aber. Ach so. Oh, never mind. How are we gonna reach that? Well, there are some more blocks here. And there are more opponents there.
Oh no, no, don't kill me. I need my. Don't kill me. No. Noch 9. Der hatte doch diese coole Rammer-Attacke im Moment. Wie ging das nochmal? Nee, wie ging das denn? Schubsprung. Nee, Tackle. Zack, kill! Zack. Weg mit euch. Wichtig ist aber auch, dass ich die ganzen Herzlosen loswerde. Na komm. Weg mit dir. Blöcke sind frei zum... Steuer das jetzt bitte. Und ich möchte gerne in dich... rein. Ganz frisch. Kanonen. Cool. Nehme ich. Kann ich mir jetzt irgendwie eine Treppe machen oder so? Das würde ich jetzt nicht als Treppe bezeichnen, aber... Achso, wir brauchen auch noch mehr davon. Okay. Ich dachte schon. Wir könnten vielleicht einmal Glück haben hier. Aber nein. Das ist die Frage. Wo krieg ich denn? Da? Hey, there's some over there. Hi. Scheibenkleister. Ja, also muss ich warten, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Wir wollen zuerst auf der Etage hier oben. Oh geil, da komme ich nicht hoch. Da muss ich ernsthaft hier hinten hoch. Eine Rutsche, okay. Lieber wieder zurück in mein Ding. Weil wir haben an sich recht wenig Chancen gegen andere Gegner, wenn wir nicht selbst in sowas sitzen. Wollte mir jetzt erzählen, ich soll alle besiegen. Wow. Also. Ist ja grauenhaft. Bin ich extra den ganzen Weg hochgegangen, nur um jetzt den ganzen Weg wieder runtergehen zu können. Weil ich ansonsten die Dinger nicht betätigen kann. Ernst? Da komme ich gar nicht mehr dran oder was?
macht ihr euch denn kaputt? Na doch, ich kann euch doch wohl durch das Netz abschießen. So, haben wir es bald. Ich hätte gerne die Sachen, die da drin sind, aber ich glaube, die kriege ich nicht. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Komme ich nicht weiter. Bis hier hoch. Hier aus dem Weg. Dankeschön. So, und jetzt kann ich auch die Steine mir holen. Ich weiß nicht so ganz genau, was wir daraus machen wollen. Ich hatte erst an eine Treppe gedacht, aber irgendwie sah das, was der da gebaut hat, nicht wie eine Treppe aus. Sondern eher wie ein... I don't know. Tetris. Oh well, Ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier normal wieder funktioniere. Genau, das Konterschild wird auch gut. Ich bin ja recht offen optimistisch, dass das Konterschild gut wird. Ich weiß es leider halt nicht komplett. Der Trio-Wächter, ich versuch's mal. Hä? Die Attacke kenne ich irgendwie, glaube ich, noch nicht. Oder ich hab. Nee, weiß ich nicht. Okay, das war der Trio-Wächter. Die Untertasse, die will ich ja gar nicht. Also die. Ich will diese ganzen. Boni, diese Attraktion möchte ich ja gar nicht. Okay, machen wir das Finale. Das Gefühl, ich verliere unfassbar viel schnell Leben. Keine Ahnung, was ich hier tue, ne? Außer gerade wieder rausfliegen, ich Idiot. Wow, toll. Serious? Oh, 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 oh. What did I just... Raketentanz! Ich weiß, dass irgendwo... eine Truhe war. Meine Truhe. Mit der Blitzspange. Schön. Kann ich bitte durch? Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Jetzt ist meine Frage. Ist es da jetzt fertig? Ich habe keinen Roboter mehr, das ist ein bisschen nervig. Hier kann ich jetzt nicht hochlaufen, oder was? Ach Gott. Okay. Ich attack it. Die Schlacht in Minispielen, na toll. Kann ich irgendwie auch schneller durch? Ja. Ob das wirklich schneller ist, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Ja, aber jetzt, ja, hier ist, ich weiß, was hier ist, aber ich will hier gar nicht hin. Hier will ich doch gar nicht hin.
Komm mal mit. Ich glaube, ich brauche dich. Ich verstehe nicht, was wir da vorhaben. Also irgendwas fehlt mir ja ganz offensichtlich. Aber das Ding ist ja eindeutig noch nicht fertig. Hier vielleicht? Aha, ich glaube, wir haben es gefunden. Monsterkill. Monsterkill once again. So. Ja. Bist du der Letzte? Nein, bist du nicht. Da liegt auch noch einer. Bist du der Letzte? Da sind meine Steine, die ich anscheinend gerade noch nicht. Ich kann den Stein gerade noch nicht wegbewegen. Jetzt? Sind wir noch nicht. Hallo. Ist hier irgendwo noch ein Gegner? Oh! Hallo! Ups. Ich habe mich ja vollkommen ignoriert. Entschuldigung, ich wollte euch nicht ignorieren. Dann gib mir jetzt meine restlichen Steine. Obwohl es dann immer noch nicht eine Treppe so ist, aber ich hab aufgegeben zu verstehen, was zu versuchen zu verstehen, was das werden soll. Was? Was ist das? Da. Okay. Yep, and it's our way up to the dark corridor. Okay. Nee, ich nehme das so einfach hin. Geil. Läuft auf jeden Fall gut. Wieso? Kann. So, willst du mich verarschen? Hab schon verstanden, du willst, dass es anders läuft. Ich nehme an, ich weiß auch, wie du mal willst, dass es läuft. Du willst, dass ich hier hochgehe. Dann komme ich da auch hin. Und hier ist ein wunderschöner Speicherpunkt. Bevor wir den Speicherpunkt nehmen, gucken wir uns mal kurz den Laden an. Schmieden, wenn du in einem Morphe-Laden bist, vergiss nicht, in der Schmiede vorbeizuschauen, wo du auf deinen Reisen eingesammelte Schmiedematerialien dazu benutzen kannst, neue Items herzustellen. Sammelziele. Wenn du der Schmiede einen Besuch abstattest, übergibst du morgens automatisch den gesammelten Schmiedematerialien. Abhängig von den Materialien, die du eingesammelt hast, halten sie manchmal bestimmte Belohnung für dich bereit. Und wenn du dich in der Schmiede befindest, kannst du Schmiedematerialien auch dazu benutzen, deine Schlüsselschwerter zu verstärken, also ihre Werte für Angriff und Magie zu erhöhen und neue Fähigkeiten freizuschalten. Fertigkeiten. Wenn du die Gegner in bestimmten Gebieten vergrößern. Alright. So kreativ die Morgis auch sein mögen, manchmal brauchen selbst sie ein wenig externe Inspiration und neue Ideen aus den Bomben zu erschütteln. Bereise die Welt und bring die Morgis Fotos von Motiven, von denen sie dir erzählen, unterhalte dafür brandneue Schmiederezepte. Was für. Okay. Ohne Topfhandschuhe geht nichts. Und
Foto eines Flammenkerns, eines Wasserkerns, eines Pustepapas, Statue von Herkules, großen Biests und Bugs, Wandwerbung. Wie macht man denn nochmal? Ich habe vergessen, wie man hier... Okay. Was habe ich da jetzt gerade alles bekommen? Gar nichts irgendwie. Okay. Schlüsselschwerter. Aktuell 5-2. Aber aktuell halt das beste Schwert für mich. Und ich kann es halt um einen Angriff erhöhen. Mit einem Fluorid und einem Energiesplitter. Alright. Items schmieden. Oh, wow. Ja, nee, danke. Kampfhammer Plus. Es ist... Uhrwerksschild. Ach ja, die Sachen kann ich jetzt alle herstellen. Ach so, ich verstehe. Aerosog, Wassersog, dunkler Sog, Blitzsog. Aha, das habe ich dadurch, dass ich die Sachen gesammelt habe, kann ich die jetzt alle herstellen. Ich verstehe langsam. Dauert ein bisschen bei mir, aber ich verstehe. Langsam. Dun, dun. Okay. Kann ich irgendwas kaufen? Kupo-Münze? Ach, davon habe ich schon eine. Kampfhammer. Ich kann das Schild auch einfach kaufen. Schildgürtel. Das Problem ist, ich kann hier nicht gucken, was ich gerade anhab. Das ist ein bisschen doof. Ah, ärgerlich. Ne, okay. Wir speichern ab und ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit den Videos. Wie gesagt, jetzt geht's mit Kingdom Hearts auch wieder regelmäßiger weiter. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.